Jo, weiter geht's heute mit Demolition Basic und damit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Wir machen heute weiter. Was haben wir mit dem Speedway? Busters? Vergiss es! Was haben wir wieder nicht? Was haben wir denn hier? Nimm mal den Ram IRS. Dann gehen wir rein in den Tag. Ich denke mal, dass wir das heute machen. Nachdem, wenn das ein Turnier ist, machen wir es natürlich nicht heute, klar. Ja, man wollte nicht zwei Dinge, aber mal gucken. Wir schauen einfach mal rein. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier fertig geladen hat. Prozent, 61%, ja, das dauert mal. Ah, es geht schon los, okay. Inneres Oval, willkommen zum Big Rally Speedway. Ah, ist ein Turnier. Okay, dann brauchen wir es heute tatsächlich nur. Brauchen wir heute nur das Turnier. So, auf jeden Fall geht es darum, weiterzukommen. Erstmal. Und dazu müssen wir unter die ersten 12 kommen. Und das ist das große, große Ziel. Genau. Bieg du mal ab, mein Freund. Während der Junge uns ein bisschen drehen will. Und das tut er auch dann. Und wir stehen nach 6 Runden nur noch momentan auf den, in der heißen Zone. Und jetzt sind wir wieder dabei. Ich muss dann wieder ein bisschen weg von der Wand. Also 9. sind wir jetzt. Klar, hier geht es auch ein bisschen darum, natürlich die Jungs nach Hause zu schalten oder zumindest den einen oder anderen nach Hause zu fahren. Aber erster Linie natürlich erstmal unter die ersten 12 zu kommen. Während sie sich da vorne auch, das ist doch geil, die KI, die jagt sich mit dabei. So, jetzt haben wir auf Platz 4. Vor uns ist der Boogeyman. Das wird sich jetzt hoffentlich bald erledigen. Ne? Er will noch ein bisschen spielen. Jetzt sind wir Dritter, den haben wir jetzt überholt. Wir haben noch 2 Runden und 2 Autos vor uns. Wobei das jetzt auch relativ uninteressant ist. Weil es darum geht, letztendlich erstmal in die ersten 12 zu kommen. Um überhaupt die Chance zu haben, weiterzukommen in Richtung Halb. Finale, Viertelfinale oder Halbfinale, wie auch immer. So, letzte Runde. Aber natürlich will ich erster werden, das ist ganz klar. Jetzt hole ich mir noch dieses Muscle-Kader hoffentlich da vorne, weil da muss ich jetzt erstmal in die Lücke rein. Und dann hole ich mir den in der letzten Kurve noch und hole den vor dem Ziel und dann. Nö? Okay, war es gar nicht. Aber egal, wir sind Zweiter. Wir sind auf jeden Fall mit in der nächsten Runde. Slingshot hat es gewonnen, auf jeden Fall. Ganz knapp vor uns mit. Ah, gut, ganz knapp 3 Sekunden immerhin. Schnellste Runde gehört uns, aber wichtig ist, dass wir erstmal weiter sind. Alles andere ist dann erstmal relativ uninteressant und dann geht es jetzt gleich weiter mit dem zweiten Lauf. Ja, ist das immer das Halbfinale. Also, ich auf 3 Stunden noch versuche mindestens 500 Schaden, auch versuche ich mein Ziel, ist mein Ziel erstmal weiterzumachen. Und hier ist der Sieger, Slingshot, der eben das Rennen gewonnen hat mit seinem Firebird. Den drehe ich mal kurz eben weg. Und ja, drücke ihn in die Wand. Ich wollte ihn eigentlich komplett in die gegenliegende Fahrtrichtung mal drehen. So, erster rausgequetscht. Wir haben auch jetzt hier wieder 6 Runden. Der gute Wurfpass ist vor uns momentan. Ja. Wir das Ding natürlich auch klar gewinnen. Also wer will das nicht. Aber es kann nur unser Sieg gegen uns gehen. Und das ist das große Ziel. Und denke, da drücke ich mich mal vorbei und gehe mit Beginn der dritten Runde in den in Führung. So, jetzt müssen wir natürlich unsere Führung halten. Auch hier geht es wieder unter die ersten 12 zu kommen, um erstmal eine Chance zu haben aufs große Finale.
Ansonsten ist sie im Halbfinale Feierabend. Aber es sind noch, war gut, zwei Runden, drei Runden. Einer mal hinter uns. Wir laufen jetzt gleich auf das Ende des Feldes wieder auf. Das kann natürlich auch sehr gefährlich werden, weil wenn die uns da rausquetschen und da rausnehmen, dann kann das durchaus anders ausgehen. Aber momentan sind das wieder Dinge. Das sind jetzt 4, 5 Autos da vorne. Oh, sechs sitzen insgesamt sogar. Unter anderem auch der zweitplatzierte, drittplatzierte, wie auch immer, der eben mit seinem amerikanischen Kader arbeitet. Ich habe mich mal gerade ein bisschen komplett raus da aus der Situation. Das ist natürlich jetzt nicht ganz gesehen. Da sind alle natürlich wieder im Moment da involviert. Aber wichtig ist, dass wir jetzt erstmal hier weiterkommen. So, da hat sich einer weggedreht. Das ist so interessant. Wir nehmen den Sieg mit nach Hause. Und gehen ins Finale. Ach, hier waren wir wieder ein bisschen schneller. Es waren am Ende 2 Sekunden. Wichtig ist, dass wir weiter sind. Und ja. Hui, wir gehen ins Finale. Liebe Leute. Übrigens wird demnächst auch mein Zweitkanal starten. Ich werde euch den dann unter die Videos verlinken. Das wird aber kein Let's Play-Kanal werden, das wird ein Vlog-Kanal für Reisen und diverses anderes Zeugs passieren. So ein bisschen privates eher. Ich bin mal gespannt, wie der ankommt. Guck mal in die Videobeschreibung, da sieht man nichts Neues hin. Aber ich hau ihn noch mit rein. So, jetzt erstmal kurz wieder auf Breakfast auf meine Let's Plays und ja. Wieder werde auch sich auf Assassin's Creed warten. Es dauert alles noch. Momentan liegt an euch, liegt einfach ein bisschen an der Arbeit. Ich habe momentan nicht viel zu rumoren und das schaffe ich nicht irgendwie aufnehmen. Aber wie gesagt, bald kann sein. Auch in Pokémon müsste man warten, das schaffe ich momentan finanziell einfach nicht mehr das Richtige zu legen. Ja, war eigentlich geplant, dass es das relativ schnell kommt, aber auch da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Das Einzige, was jetzt nie safe kommt, ist auf jeden Fall das neue Formel 1 an dem 13 ab dem 14, 15, 16, 17 irgendwo so drehen. Na gut, wie immer sei. Gehen wir auf jeden Fall rein. Wir sind momentan Erster sogar und wir haben diesmal nur die doppelte Menge an Runden, nämlich 12 an der Zahl. Und auch hier geht es wieder. Ja, eigentlich das Ding zu gewinnen. Weil es ist Finale. Hier ist kein. Hier müssen wir wieder zurückkommen. Hier müssen wir einfach das Ding nach Hause fahren. Und das wollen wir natürlich auch. Da die sich da vorne schön bekriegen, lasse ich mich einfach mal vorbei, nehme mal mit, da fliegt es durch, danke, das ist ja auch eher uninteressant. Diese Turniere mache ich als einziger mal ein bisschen eine Folge, das ist ganz klar. Während wir jetzt hier immer noch die Jungs dahinter haben, 3 Sekunden Rückstand, dann haben die anderen okay. Während die ganze Gruppe sich da vorne bekriegt, mich mehr oder weniger hoffentlich in Ruhe lässt, dass ich hier mein Rennen nach Hause fahren kann, weil wir wie gesagt, überrundet sind. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich da jetzt irgendwie kaputt zu fahren an den Jungs. So, jetzt gehen wir mal vorbei an denen und immer noch liegen 300 Sekunden der Screenshot hinter mir, der. Der hat sich aber schön aufgehoben. So, 3 Runden noch. Ich kann ja momentan die besten sind, die beste Zeit haben überhaupt im Rennen 17.891 ist momentan glaube ich unsere beste Zeit. Also angeblich sind die immer noch hinter uns alle. Jetzt kracht er mal weg, genau. Oh ja. Mach mich mal gerade ein bisschen rar. Wir haben noch 3 Runden und hier fetzt sich gerade alles auseinander. Bloß ich irgendwie in ein anderes Auto irgendwo mit reinkrachen muss, nicht hingehört. Wir gehen gleich in unsere letzte Runde. Ohne Kammer hat sich keinen. Wir haben zwar beides mitgenommen bisher, aber noch keine Rundung.
So, den nehme ich mit. Ein rausgedrehtes Auto haben wir auch noch kassiert. Aber das ist gerade eher uninteressant. Das war jetzt nicht das Hauptziel, sondern nur dieses Rennen hier nach Hause zu fahren. Das haben wir doch relativ gut geschafft. Und über 5 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Also, gewonnen haben, also wir sind, überrundet haben wir sie nicht alle, aber ein paar. Und zwar, wir haben es geschafft, mit Platz 7 vor die Jungs überrunden. Soweit sind wir vorgekommen. Und wenn er was, wie gesagt, 5 Sekunden knapp. Dreh rum. Haben wir auf jeden Fall geschafft. Die Aufgabe ist gelöst. Das Turnier geht an uns und wir haben auch wieder richtig Kohle in der Tasche. Und ich musste mit nur meinem B-Wagen kaufen. So. Cool. Auf jeden Fall was geschafft. So, dann sind wir auch schon wieder durch heute mit Wreckfest. Ja, liebe Leute, das geht immer relativ schnell. Das ist halt einfach so. Und ja. Die Aufgabe haben wir mittlerweile auch schon gelöst an Gesamtpunkten. Und das hier ist das nächste Ding, was uns dann ansteht. Ja, dann haben wir es eigentlich fast auch komplett. Dann fahren wir wahrscheinlich in den Compact. Gucken wir einfach mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit Wreckfest und ne? Ihr wisst schon, was ich meine.